Herr Palm, Sie hatten in den Jahren 2016 und 2018 außersinnliche Erlebnisse. Wie kam es zu dem ersten Erlebnis im Jahr 2016? Ja, also ich hatte am 23. Oktober 2016 einen Hinterwandinfarkt, einen Herzinfarkt, und der allerdings dann erst wirklich medizinisch erkannt wurde, nachdem 8 Tage vergangen sind. Und ich hatte dann sehr viel Glück gehabt, natürlich, dass ich das überlebt hatte, diese Zeit, und hatte dann einige Wochen noch zu warten, bis ich eine Bypass-OP bekam. Die ließ sich dann vornehmen in Süddeutschland in Bad Krozingen. Und wusste natürlich, bei diesen OPs ist es, ja, kann es in der Regel gut gehen, aber es bleibt halt immer ein Restrisiko. Nun, was für mich frappierend war, das war zunächst mal, als ich wieder aufwachte, nach der Narkose. In der Narkose war ich 32 Stunden und eindeutig viel zu lang. Denn ich sollte in der Nacht des 20. Dezember wieder aufwachen. Am 19. bin ich morgens um 7:30 in die OP reingekommen. Und man sagte damals auch meiner Partnerin und meinen Eltern auch, so ab 1 Uhr in der, morgens, ab immer am 20. wird er dann wieder wach werden. Wurde ich nicht. Ich wurde um 6 Uhr morgens nicht wach. Ich wurde um 9 Uhr nicht wach. Und natürlich waren meine Partnerin und meine Eltern dann schon in Alarmbereitschaft. Um 12 Uhr mittags auch noch nicht. Und ja, meine Angehörigen, die nächsten, kamen dann, haben sich dann verabredet, sie fahren jetzt dorthin, so in das Krankenhaus. Das mal ein bisschen die Vorgeschichte. Es war also eine doch etwas, ja, sorgenvolle Situation. Ich wurde dann mit dem Gerät, man nennt es Anaconda, so wach gemacht mit allen möglichen Mitteln, die einem da zur Verfügung stehen. Und ich erinnere mich sehr gut natürlich an den Moment, als ich wach wurde. Dann wurde ich wach. Ich hörte meine Mutter, mein Vater. Und ich nahm die wahr als, ja, sehr kleine Wesen. Also ich glaubte irgendwie im Zwergenland zu sein. Und für mich war die erste Frage, oh je, oder der erste Gedanke, da ist was schiefgelaufen. Und des Weiteren natürlich erschien mir alles in dieser Zeit dann in den nächsten Stunden. Ich wurde immer wacher, kam dann auf die Intensivstation, aber alles lief in einer Art Zeitlupe ab. Jetzt könnte man natürlich sagen, oder war meine Vermutung, das liegt an der Narkose oder an der Folge der Narkose. Allerdings, meine Wahrnehmung von mir selbst lief in Echtzeit ab. Also wenn ich meine Hände anschaute, alles, das war in Echtzeit, aber alles, was um mich herum passierte, war wie zeitverzögert. Und ich wusste allerdings vom Verstand her, der war sofort messerscharf, muss ich betonen, wusste ich, das kann ja nicht sein. Das kann es, das gibt es nicht. Und ich überlegte, was ist das? Und dann, ich sagte dann dem Personal auch, die sich natürlich in diesen Stunden sehr um mich kümmerten, warum bewegt ihr euch so langsam? Und er sagte, wieso langsam? Ihr seid alle so in Zeitlupe, aber ich weiß, ihr bewegt euch nicht in Zeitlupe, denn ihr arbeitet ja, ihr helft mir und so weiter. Es war sehr merkwürdig. Also Sie haben die Dinge einerseits von oben wahrgenommen, aber gleichzeitig haben Sie auch mit dem Personal gesprochen und Sie wurden von den anderen normal wahrgenommen, also körperlich, weil die haben ja auf Sie reagiert. Also als ich wach geworden bin, sah ich alles, das ist wahr. Als ich wach geworden war, ich direkt wach geworden bin, von einer sehr, also von oben. Und deswegen für mich das Ding, warum sind die da unten? Dann war das also ein Erlebnis, worüber nicht so oft berichtet wird, was aber durchaus auch vorkommt im Zusammenhang mit verminderter Herztätigkeit oder Herzstillstand.
dass man zwar körperlich wach ist, die Wahrnehmung aber gleichzeitig über die körperlichen Sinne hinaus erweitert ist. Ich bemerkte sofort, als ich nur versuchte, die Augen aufzuschlagen, ich bin voll da. Ich bin da. Aber ich nehme es von oben wahr und ich versuche zu sagen, in den nächsten Stunden vor allem, warum bewegt ihr euch so langsam? Und ich habe manchmal gedacht, denke ich das jetzt nur oder sage ich das denen? Weil ich hatte wirklich noch also Sprechschwierigkeiten, zumal ich ja hier noch also Schläuche drin hatte im Mund, ne? Und es ist mir ein, ich kann es bis heute nicht, also ich kann nur sagen, es war so, ich kann es aber nicht erklären. Hatten Sie auch so ein Gefühl von Zeitlosigkeit? Von Zeit, das spielte da für mich wenig Rolle. Also in der Tat muss man sagen, in der Zeit danach oder in der, ja, was dann die Stunden danach, war ja sowieso alles zeitverzögert. Das war ja alles, und ich wusste, das kann nicht sein. Wo ist denn hier der Ablauf? Das Interessante für mich im Nachhinein oder auch in der Folgezeit war, dass ich messerscharf im Verstand war, im Erkennen der Situationen. Ich hatte, es muss, könnte man ja sagen, ja, alles eine Folge von vielleicht Euphorie, dass man es überstanden hat, mag alles sein. Aber die typischen Reaktionen nach einer sehr starken Narkose sind normalerweise, da können sein, Übelkeit, Schwindel, vielleicht, ja, Störungen dieser Art, die hatte ich alle nicht. Verlangsamtes Denken, das war nicht, überhaupt nicht der Fall. Es war alles rasend schnell. Es war, wie wenn ich also auf eine Art Reiz überflutet bin. Und ich war vor allem unglaublich positiv. Also ich hatte so viel, es klingt jetzt irre, aber fast ein bisschen irre. Ich habe einfach nur Freude gehabt. Also ich war voller, wow, toll, schön. Aber und man wollte mir Schmerzmittel geben, denn ich hatte ja ziemliche ja, Narben an an der rechten Wade. Das wurde ja aufgeschnitten, am linken Oberschenkel zwei lange Narben, am linken Fuß auch nochmal. Es hat mich alles, ich merkte das, aber es hat mich nicht interessiert. Es war auch da, könnte man sagen, ja, juhu, du hast ja wieder gelebt, du hast dich des Lebens gefreut. Ja, aber in der Folgezeit war es dann so, dass ich sehr schnell wieder auf die Beine kam. Also ich war nach 2, 3 Tagen war ich schon wieder auf Station. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Bin in die Dusche. Ich habe mir die Haare gewaschen. Ich hatte dann der Verband war abgenommen. Ich sah das hier. Also, es war die Weihnachtszeit. Ich dachte nur so an eine tranchierte Weihnachtsgans. Also, ich klingt jetzt ein bisschen morbide, aber so sah das ja auch aus. Und ich hatte natürlich Gewicht zugelegt, denn in der Narkose, oder in der OP bekommt man sehr viel Flüssigkeit eben injiziert. Es waren 9 Kilo, die ich zugenommen hatte. Ich hatte deswegen sehr geschwitzt, auch nach dieser Nacht, in den nächsten Tagen. Was dann war, war einfach diese ungewöhnlich schnelle Rekonvaleszenz. Denn 10 Tage später habe ich mich dann ins eigene Auto gesetzt und bin mit meinem Wagen. Das sollte man jetzt bitte nicht nachahmen nach so einer OP, aber die 140 Kilometer von Bad Krozingen nach Baden-Baden wieder selber gefahren. In einer gewissen Weise, im Nachhinein sage ich, na, das war schon sehr, sehr gewagt. Aber ich wusste irgendwie, es kann nichts passieren. Ich war auch vor allem auch da im Verkehr und allem drum und dran wirklich messerscharf. Also als ich dann zu Hause ankam, man wollte mich ja eigentlich abholen, war ich dann schon da, sagte, ich bin hier, brauche nicht euch nicht bemühen, ich bin jetzt hier schon angekommen. Und ja, so war das. Und dann in der Folgezeit kam ich dann wieder nach Bad Krozingen ein paar Tage später. Da habe ich mich hinfahren lassen von meiner damaligen Partnerin und ich ging in die Reha. So. Und da habe ich mich weiter sehr schnell regeneriert. Ich bin sehr bald ins Fitnessstudio da gegangen, habe natürlich es nicht aus erwarten können, wieder körperlich aktiv zu werden.
Und jetzt kam eine Geschichte, da ging es mit Wahrnehmungen los. Also nachdem eigentlich alles soweit gut, da kamen schon die ersten Wahrnehmungen, von denen ich, ja, ich hatte dann eben auch das mitgeteilt meiner Freundin, und wir hatten in dieser Reha draußen waren Pfarrer, die wurden da gehalten. Und in dieser Klinik, die waren in so einem Garten. Und diese Pfarrer stolzierten da im Garten herum. Es war zwar Januar, es war also kalt, aber die waren frei. Und ich habe diese Pfarrer mir angeschaut, ich bin da rausgegangen, und ich sah hinter diesen Tieren, hinter diesen schönen Vögeln, immer wie wenn ich größere Tiere hinten dran sehe, also noch größere Vögel, also noch viel prächtiger. Aber ich habe das nicht so richtig wahrgenommen, es war wie ein Schein, was so drumherum war. Also muss ich sagen, dass ich jetzt noch davon eine Gänsehaut kriege, wenn ich davon erzähle. Und das Gleiche galt für Bäume. Ich bin dann sehr viel, obwohl es kalt war, sehr viel rausgegangen. Ich musste mich ja auch bewegen. Man musste ja auch wieder ein bisschen trainieren, gehen lernen, Herz-Kreislauf-System ankurbeln. Und alles, was ich mir angeschaut hatte in dem Park, der dann an der Klinik war, ist dann alles wie geleuchtet. Also es war zu dem, was ich sah, was man normalerweise sieht, noch viel mehr hinten dran. Das war das Erste, was wirklich für mich nicht normal war. Und natürlich damit einhergehend war natürlich meine Stimmung. Ich war wow. Also man kann sagen, wie neu geboren. In dieser Reha habe ich mich sehr schnell regeneriert. Was als nächstes kam, war, dass ich bei Menschen, die an mir vorbeigingen, das begann erst ganz lang, ganz langsam, wie so ein Fluoreszieren wahrnahm, Entschuldigung, wahrnahm, und ich dachte, was ist denn jetzt los, ne? Es war für mich einfach sehr ungewöhnlich, und das hat sich dann fortgesetzt, eben auch, also wie wenn ich so einen Schweif in der Leuten, die vorbeigehen, auch hier gerade in Einkaufszentren, dann in den Wochen danach. Ich bin ja wieder voll ins ganz normale Leben rein. Da hatte ich immer diese Wahrnehmung von farbigem Licht um die Menschen herum, und das wieder wie so ein Schweif eben. Habe ich auch meiner Freundin gesagt, die sagt, ja, schwer was dazu zu sagen, könnte vielleicht noch die Narkose sein oder Restwirkung, ich weiß es nicht. Es konnte mir auch keiner dazu was sagen. Was habe ich gemacht? Bin ins Internet natürlich, ich habe gegoogelt. Ich habe auch speziell nach diesem Phänomen gesucht, aus schwerer Narkose nach Herz-OP, nach Bypass-OP, wieder wach werden und nach sehr langer Narkose Zeitverzögerungs Phänomen, nichts gefunden. Dann hatte ich mit Menschen gesprochen, die auch in der Kardiologie beschäftigt waren, die konnten mir dazu auch nichts sagen. Also dieses spezielle Phänomen, wie wenn alles ganz, ganz schnell in mir läuft, also ich möchte es mal sagen, in einer hohen Schwingung. Und es muss wieder aber alles irgendwie hier rein, damit ich mit der Realität klarkomme. Im Nachhinein habe ich mir zunächst mal ein bisschen gesagt, könnte es denn sein, dass du ganz, ganz weit weg warst, in Anführungszeichen, also wirklich in vollkommen anderen Dimensionen oder in einer anderen Welt. So. Dazu kamen halt dann in der Folgezeit die eben jetzt genannten Wahrnehmungen, die ich da eben hatte. Und ja, ich hatte mich also sehr schnell regeneriert. Körperlich war ich in rapider Geschwindigkeit auf dem Damm. Und in einem Vierteljahr später oder 6 Wochen später hatte ich dann beim Kardiologen wieder einen Check. Und er sagte, das ist enorm. Das ist enorm. Das ist ein Kardiologe, der mich damals auch, der diesen Herzinfarkt feststellte, und der hat es mir knallhart gesagt, Herr Palm, bei Ihnen ist die ganze Hinterwand weg. Sie haben einen Hinterwandinfarkt.
Und natürlich war das keine schöne Meldung da, natürlich. Und ja, gut, das habe ich jetzt alles soweit erst erzählt. Der war dann natürlich sehr erstaunt, dass ich schon wieder so fit war. Ich bin auf dem Ergometer bei ihm und hatte 250 Watt gestrampelt. Er sagt, das ist eigentlich, ja, also ich freue mich sehr für Sie. Bleiben Sie dran und kommen Sie in einem Jahr wieder. Ich kam in einem Jahr wieder und war wieder topfit. Ne? Und das ging dann auch die Zeit so weiter. Jetzt hatten wir natürlich, hatte ich die Situation, wie das Leben so ist. Das geht ja weiter, trotz aller Verzückung. Und natürlich in dem Moment des, wow, ich habe ein neues Leben geschenkt bekommen. Und ich hatte aber das Gefühl, noch das Gefühl, ja, das Gefühl, muss ich sagen, kann es nicht anders beschreiben. Ich hatte Selfies gemacht aus der Zeit, auch in der Reha. Und da waren Bilder dabei, wo ich, wenn ich das im Nachhinein mir oft anschaue, denke ich, was kommt da bei mir jetzt hoch? Es war wie wenn ich bin einmal durch ein Energielicht gezogen worden. Also nicht nur, dass ich hier neue Arterien bekam, also das dank der Kunst der Ärzte, ganz, ganz klar. Aber es muss noch was anderes gewesen sein. Also das mit dem, das Energielicht, diese Eindrücke, also das kommt jetzt mal als nächstes dann, was dann 2018 geschehen ist. Aber ich hatte mich im Nachhinein erinnert, du bist in dieser Narkose. Was hast du da? Was hast du denn in diesen vielen Stunden an Erinnerung? Da weiß ich nur, ich bin durch Räume durchgeschleudert worden, mit Helle, mit Licht, mit Energie, mit Farben. Aber ich hatte keine Erfahrung in dieser Form, wie es oft geschildert wird, dass man ein Wesen sieht oder das. Das war in dieser Zeit der OP nicht. Und 2018 hatte ich dann ein Erlebnis. Das war für mich dann eigentlich das Aha-Erlebnis. Ich hatte, wie es dann so ist im Leben, kam mal wieder alles zusammen. Ich mache es einfach kurz. Es kam alles zusammen. Ich musste Entscheidungen treffen. Es war dieses zu treffen. Es war alles Mögliche. Auch was zusammenkam, auch in der mal damals leitete ich noch eine Künstleragentur und ja, also ich musste Entscheidungen treffen. Ich wusste nicht, wie soll ich das jetzt alles? Warum muss das jetzt alles so auf einmal kommen? Und ich hatte eine recht schlaflose Nacht und ich lag so wach und wollte eigentlich schlafen, konnte es aber nicht. Dann irgendwie muss ich weggenickt sein und in dieser Phase, in so einer halbwachen oder halbschlafphase, manifestierte sich vor mir mein Hundchen, also mein Hund, der ein Jahr vorher verstorben war. Und ja, ich möchte mal so sagen, nee, kam mir immer näher. Manifestierte sich aus dem Nichts heraus, kam immer näher. Und ich sage zu ihm, Lolo, er hieß Lolo. Also ich sage auch heute, er heißt Lolo, weil ja, das hat sich bei mir alles geändert. Es sind für mich nicht die, die mal waren, sondern die sind, nur sind mittlerweile anders. Ich habe mich da meine Einstellung sehr geändert. Kommt mir immer näher. Und ich sage, Lolo, du bist hier, warum bist du hier? Und er kommt mit seiner Schnauze und stupst mich an. Und in dem Moment öffnet sich hinter ihm wie ein Portal. Und es ist wie eine Lichtscheibe, wie eine, die fluoresziert hat, also praktisch diese Bewegung hatte, von der Energie ausströmte. Und ich war überwältigt. Ich bin es auch heute noch, muss ich sagen. Also, und es war ein Licht, es war eine, oh, also wow. Und es ging von diesem Licht oder von diesem Fluoreszieren so eine unglaubliche Geborgenheit aus, eine Liebe aus, ein Angenommensein. Und mit einem Mal verstand ich, Wolfgang, egal was in deinem Leben
passiert, es wird immer gut. Du bist geführt, du bist geliebt, weil du bist geliebt. Geh einfach den Weg. Auch jetzt dann, das war der, als ich dann später wach wurde, war mir klar, du musst es einfach nur gehen, du musst es einfach tun. Tu den nächsten Schritt. Alles wird gut. Aber in dem Moment einfach war ich überwältigt von einer, erfüllt von einer Liebe, einem Liebespotenzial, das ich in meinen bis dahin also 59 Jahren, die ich damals war, ach nee, 58, jetzt bin ich 62, noch nicht erlebt hatte. Also es war also eine Wow, also umhüllt zu sein und ja, es hat mich einfach nur erschüttert, regelrecht. Und dann ging das auf einmal weg, weg, alles war weg. Man könnte jetzt mal sagen, wie ein Spukhof an, in Anführungszeichen. Ich war wach und ich merkte, ich muss nicht erst wach werden, ich bin wach. Ich meinte vorher, ich bin vielleicht eingeschlafen, weil ich halt eben diese Sorgen hatte und ich wollte immer ein bisschen einschlafen, ich konnte es nicht. Aber ich war wach und habe geguckt, wo ist es jetzt? Es war weg. Boah, also ich war dermaßen überwältigt von allem. Und bin es auch heute noch, wenn ich daran denke. Ich habe das einigen Leuten erzählt. Natürlich meiner Freundin, meinen Eltern erzählt. Natürlich wird man ihn zunächst mal ein bisschen angeschaut, wie, naja, ich sage, ich habe mich wirklich in dieser Zeit weder mit, ich habe weder, ich war so in der Materie drin, also rein durch die berufliche Situation und durch die Situationen, die ich entscheiden musste. Ich war weder irgendwo abgehoben, noch hatte ich irgendwie, ich habe in meinem Leben noch nie einen Joint geraucht. Also es war nichts da, außer dieses überwältigende Licht. Und ich verstand in der Folgezeit immer wieder, wenn es irgendwelche Situationen gab, die haarig waren, denk an das Licht. Denk nur daran und geh den Weg. Und weil es so war, habe ich meine Scheu abgelegt, mehr und mehr, und die Dinge, die ich in der Folgezeit tat, wurden gut. Es gab immer wieder, und das gibt es ja immer bei jedem von uns, schwierige Situationen. Die schwersten hatte ich jetzt 2020, 2021, als meine Eltern sehr krank waren und ich da wirklich extrem gefordert war. Aber für mich war einfach diese Begegnung mit dieser Quelle, mit dieser Energiequelle, der wirklich ausschlaggebende Punkt für alles, was ich dann in der Folgezeit nach diesem Erlebnis tat. Und ich bin dann dazu übergegangen, dass ich mit mehr Menschen gesprochen hatte und natürlich dann auch an Menschen gekommen bin, die schon ein bisschen auch mir dazu was sagen konnten, auch zu dem Phänomen dieser Zeitverzögerung, die ich da, wie ich eingangs berichtet hatte, nachdem ich wieder wach wurde. Und eine Dame, von der ich mittlerweile doch überzeugt bin, dass sie mehr wahrnimmt als manche andere, ohne dass sie einen großen, das jetzt irgendwie besonders irgendwie aufbläst oder aufbauscht ist, die sagte, du bist halt in einer Frequenz gewesen mit deinem Bewusstsein, in einer sehr, sehr hohen Frequenz, in einer sehr, sehr hohen Schwingung, und zwar nicht nur 2 Minuten und auch nicht 2 Stunden, sondern eben ganz, also auf mehrere Stunden. Und dann bis du dann wieder reingekommen bist, dass man dich zurückgeholt hat mit allen möglichen erdenklichen Mitteln. Und wahrscheinlich auch mit der Liebe deiner Personen, die neben dir, die da am Bett waren, ne? Oder die dann nahe waren, die dann gekommen sind. Hat man dich wieder runtergezogen, hat man dich wieder wach gekriegt. Jetzt bist du da wieder rein und für mich war halt die Message ganz einfach, Wolfgang,
Tu alles, was du tust, bewusst und vor allem schau immer, tust du es wirklich mit einem Gefühl, mit einem positiven Gefühl. Natürlich kann man jetzt nicht alles mit Liebe tun. Es gibt so Tätigkeiten, die möchte man nicht tun, die machen keinen Spaß, aber sie müssen halt sein. Also versuche deine Liebesfähigkeit bei allem abzurufen. Aber das ist für mich etwas gewesen, vor allem dieses Erlebnis eben diesen Morgenstunden, das hat mich schon sehr, das war für mich dann eigentlich das Erlebnis, wo ich die Gewissheit hatte, also wo ich auch nicht mehr, wo ich jetzt nicht an das Glauben, nur glaube, ja, es könnte sein, aber ich habe die Gewissheit, wir, ich, alle sind nicht zufällig hier, denn auch da kommt ja dann auch so, ich hatte es mal bei unserem Vorgespräch auch mal erwähnt, Erlebnisse, die sehr, wo ich dann im Nachhinein dann sah, wenn ich das Leben zurückging, das hatte alles wirklich, alles genau gepasst. Auch wenn manches manchmal unlieb war, aber es hat, ich bekam immer die richtigen Antworten und die richtigen, die entsprechenden, die entscheidenden und wertvollen Hinweise zum richtigen Zeitpunkt. Und ja, wenn ich vom Zufall dann spreche ich in diesem Zusammenhang von der Absicht des Zufalls. Und ich denke einfach mal, wenn man wirklich da sein Leben ausrichtet auf diese Positivität, die ich halt wirklich direkt nach diesem Wachwerden und in der Folgezeit erlebt hatte und wie ich so wirklich innerlich gestrahlt hatte und es auch ausgestrahlt hatte, das würde ich wirklich vielen Menschen wünschen, die an der Grenze manchmal sind, die vielleicht festgefahren sind in ihrem Leben und die nicht wissen, wie komme ich aus einer Situation raus, aus einer Sackgasse raus, wo sie sich verfangen haben oder halt auch, ja, die wirklich sich selbst nicht helfen können. Und natürlich kommen dann auch dann die Religionen, die manchmal, sagen wir mal, Brücken oder Krücken sein können für manche Leute. Aber das wirklich verstehen, dass ich alles in mir habe, was mich heil macht, also was mich gesund macht und womit ich mir helfen kann. Also das ist für mich, damit kam dann der Satz wieder kam ins mir ins Bewusstsein. Also gibst du einem Mann einen Fisch, dann ernährst du ihn für einen Tag und so weiter und so fort und gibst ihm eine Angel oder was auch immer, dann ernährst du ihn fürs ganze Leben. Also ich bin dann halt einfach, habe dann immer mal wieder dem einen oder anderen von meinen Erlebnissen erzählt und merkte dann auch, man wird gar nicht so beargwöhnt unbedingt, ne? Also sicher gibt es Menschen, wo man merkt, die möchten davon gar nichts. Na, dann lässt man das einfach halt, ne? Also, aber ich merkte doch, dass es nicht so ungewöhnlich ist und vor allem, dass es immer auch sehr viele Menschen gibt, denen Ähnliches passiert ist oder nicht passiert, sondern widerfahren ist, was eigentlich ein Geschenk ist. Herr Palm, vielen Dank für Ihre Schilderungen. Ich danke Ihnen auch.